Herzlich willkommen zu unserem Praxisübungsvideo. In diesem Video beschreibe ich eine fortgeschrittene Übung, die helfen soll, die Haltung zu verbessern, das heißt, die Schultern nach hinten zu bringen, den Rücken gerade, Brust stolz, die ganzen Rücken stabiler zu machen, aber auch eben entspannter und bewusster. Dafür lege dich auf den Bauch, auf deine Yoga- oder Sportmatte. Dann gib die Arme nach unten neben den Körper. Dann ziehe die gestreckten Arme nach hinten hoch und weg und die Schultern ebenfalls nach hinten unten ziehen. Lege den Kopf in den Nacken und dann gib zusätzlich noch deine gestreckten Beine so weit du kannst weg vom Boden nach oben. Das heißt, die Oberschenkel sollten vom Boden abheben. Und dann komme nach oben. Halte den Kopf oben, die Arme, die Beine, atme ruhig und halte so lange, wie du kannst. Durchgehend atmen. Zähle deine Atemzüge oder die Sekunden, damit du weißt, wie lange du halten kannst und dich auch langsam steigern kannst. Wenn du nicht mehr kannst, löse die Stellung auf, gib die Finger nach vorne, leg die Stirn auf den Fingernägeln ab, sodass dein Nacken gerade wird, in Verlängerung zur Brustwirbelsäule. Und hier unten kannst du die großen Zehen sich berühren lassen und die Fersen locker nach außen fallen lassen. Und in dieser Entspannungslage versuche, bewusst loszulassen. Im Nacken, Schultern, im Rücken, im ganzen Körper. Auch hier gilt die Faustregel: Entspanne, spüre nach, genauso lang, wie du die Übung gehalten hast.